Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir sind da drinne, die Huronen sind nebenan und haben alles hier eingenommen von Floride, was ja den Franzosen zuzuschreiben ist. Ja, und wir müssen gucken, dass wir irgendwie vorankommen. Wir hatten letztes Mal noch Darlehen abbezahlt, da sind wir noch ganz tief in der Kreide mit 6. Ja, wir könnten verwässlichen, aber wir müssen erst sparen. Wir haben auch noch die Möglichkeit, glaube ich, aufzurüsten. Okay, Macht plus 5 und hier. Verstehe ich jetzt nicht, was ich da machen soll. Nein, sie bleiben. Ich mache hier sowieso nichts, ne? Was wollte ich gucken? Ich wollte gucken, wie viele Kräfte wir noch... Nee, das war da verkehrt. Das war hier richtig. Wir haben 5 von 8... Jetzt sollten wir noch einen dazu nehmen. Nur die Frage, ob wir uns das leisten können. Erstmal gucken, wie die Aufteilung ist. Das weg. 2, 1, 2. Das heißt, wir können noch ein... Aber geht das noch? Ich weiß nicht, da war ja auch so eine Begrenzung da dran, ne? Dann kann ich mehr Kavallerie haben wie... Aber finanzieren können wir es auch nicht. Das ist noch das nächste, ne? ...0,54 Unterhalt monatlich. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen mit warten. Bis wir aus den Wiesen raus sind mehr, ne? Ja. Wir könnten ein Darlehen tilgen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen mal einen 30,74. Aber wir haben ja noch einen freien Beraterplatz, Diplomatenplatz. Vielleicht sollten wir da mal was noch machen. Irokesen und Krieg. Ja, Jahre des Friedens sind vorüber. Miamisch, okay. Okay, die wollen jetzt schon wieder Stunken machen, die Miamisch, oder was? Ich glaube, wir machen da immer Beziehungen verbessern. Können auch einen Anspruch fingieren, okay. Aber wir machen mal Beziehungen verbessern mit denen. Hat so keinen Sinn, da mit den Nachbarn hier zu kämpfen, wenn wir auf der anderen Seite die Europäer hier haben. Ja, die sind geschlagen hier, die... Wie heißen sie? Floride. Und die Franzosen haben wohl auch nichts zu bieten in dem Sinne, ne? Was haben wir denn hier oben noch? Französisch Kanada. Man müsste den Huronen eigentlich beistehen, ne? Aha, Potipatonische. Die sind aber gerade mit 23 Mann noch da gewesen, ne? Also so schlecht sind die Huronen doch nicht. Ah, da oben ist Französisch-Kanada und Floride ist hier. Und das sieht so aus, als ob Floride nicht so groß ist. Aber ich glaube, ich kann Floride nicht einzeln einen Krieg erklären. Das wäre nicht möglich, ne? Da müsste ich immer auch den... Sag schon, wie heißen sie? Den, Kolonialabhängigkeit, Frankreich, genau. Kann zwar sein, dass ein bedeutender Mann gestorben ist, aber bei uns ist das nicht so entscheidend. Ja. Finanziell, aber wir können mal hier eine Stufe schneller machen momentan. Ist das etwas schwierig? Wir nehmen mal unser Land nochmal.
einige Völker, die hier so mit uns im Clinch liegen, ne? Floride wäre hier. Haben einen Kriegsgrund. Gleiche Religion. Was ist die 111? Okay. Minus 5. Wir können die befreien, oder wie sehe ich das? Ist das so oder ist es nicht so? Oh. Dann kommen die gleich alle, wa? So haben wir gerade unsere Truppen verloren. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, dass das so zackig geht, ne? Und schon wieder besetzt. Naja, okay. Wissen wir das auch? Wir könnten die befreien, die Florida. Aber... Prestige, militärische Macht. Machen wir so. Gut. Das wird beides besser. Entschuldigung. Na, guck mal, die Dinge sind jetzt raus. Wir können jetzt trotzdem da rein. Okay, Militärzugang oder was? Müssen wir mal gerade reingucken, was wir mit denen für... Wir können denen sogar ein Bündnis anbieten. Aber das geht, glaube ich, nicht, weil... Sag schon, Zugangsaktion, okay. Deswegen geht das dann nicht, weil das eine untergeordnete Nation ist, siehst du. Da müssten wir das mit Frankreich versuchen und das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ist hier Frankreich irgendwo? Da wäre Frankreich. Und die würden kein Bündnis mit uns wollen. Gut. Unsere 5 Truppen haben wir wieder. Und wir können gleich wieder einen Vertrag, einen Kredit ablösen. So, den Diplomaten holen wir da weg. Das ist jetzt plus 27, das ist schon mal gut. Hier ist plus 18, das ist auch gut. Den sind wir 100% zufrieden. Dann die Huronen, ne? Das ist... Was haben wir denn mit den... Wo sind denn die Krieg? Pekotisch machen das nicht mehr. Okay, auch gut. Finanzbericht. Ja, können wir zurückzahlen. Machen wir das da, oder? Oh, da können wir was forschen. Regimentskosten minus 10. Und hier haben wir was? Armeetradition plus 1. Wir müssen gerade mal sofort hier anhalten. Die Männer erschöpft und verwundbar. Dann nehme ich das. Das ist viel besser. Gut, da kommt der Krieg wieder. Okay, Qualitätsideen.
So, die haben 6, wir haben 5. Das ist schon mal ganz schlecht. Jetzt haben wir gerade einen Kredit bezahlt und da können wir uns keine Truppen leisten, ne? Okay. Wir haben keine Aufgabe. Auswirkungen. Was muss ich machen? Gleich groß oder größerer. Müssen wir hier mit der Geschwindigkeit auf jeden Fall runtergehen. Und gucken, was hier so passiert. Wir müssen gucken, dass wir hier noch, da kriegen wir noch einer. Gut, dann nehmen wir die auch sofort. Frieden verhandeln. Wollen sie sowieso nicht. Ich weiß aber nicht, was die von uns im Endeffekt wollen, ne? Jetzt kommen sie. Wir sind auch 7. Du glaubst es nicht, wieder einer mehr wie wir. Bündnisaktion. Die ziehen auf uns drauf zu. Du glaubst es doch nicht, oder? Nee, bleib mal da. Die stehen ja und kämpfen. Na, jetzt sind es wieder 7, ne? Auch schön. Können wir da noch eine Truppe holen? Nein, nicht genug Geld. Grundsteuer da, okay. Machen wir das erste. Wir sind mit denen in Krieg, ja. Jetzt kommt die 6. Armee dazu. Müssen wir die ein und dann ziehen wir. Müssen wir da hinziehen. Jetzt müssten wir eigentlich reingehen, ne? Nee, nicht reingehen, weil jetzt wieder 7. Ah, das ist. Gucken, was wir da schaffen. Aha. So, jetzt sind wir schon durch, das ist schlecht. Hintenrum abhauen. Komm schon. Wir sind schneller weg wie die hin. Das ist schon mal gut. Wo laufen die hin? Wieder in unsere Hauptstadt. Lass sie doch mal reinziehen. Dann ziehen wir hier mal rein. Keine Ahnung, wer das da unten gerade war. So. Nein. Warum marschieren die immer da oben lang? Gleich schaffen wir es nicht, da frühzeitig rauszukommen. So, wenn wir dann mal die Möglichkeit haben, noch eine Armee dazu zu kriegen, dann holen wir die natürlich, ne? Die besetzen uns wieder. Dann gehen wir wieder da rein und hoffen, wir kriegen genug Geld zusammen, um hier
eine Armee auszuheben, ne? So. Schauen wir mal nicht. Okay. Was passiert jetzt hier gerade? Jetzt haben wir 8 Taler. Reicht aber nicht. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn dafür? 9, okay. Wir werden in der Zeit aufrüsten. So, dann ziehen die wieder raus. Wir auch. Und hoffen, dass dann die 7. Armee hier reinkommt. Tja. So halten wir sie momentan davon ab, uns anzugreifen. Ist nur die Frage, wann sie... Ne? So, auf geht's. Gut. Wer ist das? Spanien, okay. So, nehmen Sie mal ein und dann geht's da hoch. Und die kommen wieder zurück. Wir gehen auch runter. Ich weiß nicht, wie die mit den Spaniern da verfreundet sind. Können uns noch gerade keine leisten. Was machen die Spanier? Okay, jetzt kämpfen wir ja noch gerade gegen welche Eingeborene. War nicht so der Bringer. Müssen wir nochmal 9 Taler zusammenkriegen, ne? Die Spanier sind da. So. Es könnte sein, dass die und wir haben negative Bilanz. Wir haben 7, wir haben 6, das ist nicht wahr, oder? Laufen die da drauf zu? Was ist das? Tja, jetzt müssen wir mal gucken, ne? Die werden uns gleich belagern. Sieht genauso aus wie bei denen. Und was machen die Spanier hier? Wir haben Spanien noch nicht entdeckt, guck an. Die haben 28, wir haben 21. Ich weiß nicht, was besser ist. Wir haben positiv wieder Geld. Wir müssen eine Armee aufrüsten noch.
Unsere Moral ist mit der Ecke besser, oder? Ne, da ist es. Oder ist das die des Gegners? Das ist die des Gegners, ne? So, jetzt kommen wir weiter. Jetzt ist hier eine 0 und die haben eine minus 14. Was heißt das? Da sind die Spanier, die haben nur noch eine 2. Ja, komm schon. Irgendwann muss das doch hier mal klappen, oder? Mauern durchbrochen. Haben wir noch nicht, ne? Oder doch? Finanziell geht's nicht voran. Na dann. Jetzt muss man irgendwann das Land fallen. Besänftigt Frankreich. Okay, dann nehmen wir das mal an. Und schicken dann Diplomaten ein. Ne, das war's nicht. Beziehungsaktion. Beziehung verbessern. Senden. So, dann wieder zurück. Gucken, was wir hier so treiben können noch. So, ein Taler fehlt uns noch. Dann können wir hier gleich eine Einheit holen. Ja. Nochmal klimpert, dann können wir eine Armee ausrüsten. Okay. So, jetzt lass uns doch mal gerade da diplomatisch werden. Können wir gerade keinen Frieden verhandeln? Dann würde ich sagen, holen wir den hier zurück, ne? Müssen wir die Zeit laufen lassen. Und dann können wir hier gucken, dass wir den Frieden verhandeln. Ein weißer Frieden ist auf jeden Fall möglich. Was können wir noch machen? Kriegvertrag, 13 Kolonien, Vertrag kündigen. Oder Verträge kündigen, ne? Ja. Gut. Warte mal, wenn wir das und das, das wäre ja egal. Geht dann da? Nicht. Das auch nicht. Das geht auf jeden Fall. Da gucken wir mal, dass wir so viel Geld rausschlagen, wie es geht. Okay, da ist Feierabend. Aber das sollten wir machen. Forderung senden. Und die Pause müssen wir natürlich rausnehmen, sonst wird das nichts. Okay, die haben es aufgenommen. Und wir sind wieder ein Stück unserer Schuldenerlass näher wieder. ...30, 45 ist das. Gut. Ja, jetzt haben wir wieder 7 Truppen. Finanziell ist das natürlich wieder teuer, ne? Bilanz ist nicht ganz so gut dann.
Sollten wir eine Truppe entlassen oder nicht? Das ist die Frage. Warum mit dem zweiten? Beziehung verbessern. Befehlshaber ist gestorben, okay. Das bedeutet, wir können da wieder einen ausheben, oder? Ja. Ja, das ist jetzt nicht der beste, aber... besser als gar keiner. Gut. Und jetzt können wir einen Kredit abbezahlen. Und können wir abberufen. Und den Kredit abbezahlen. Zurückzahlen, bitte. Okay, dann sind es nur noch 4. Gut. 76, das ist prima. Hier gibt es keine Änderungen zu machen. Läuft eigentlich alles. Wie sieht es denn hier aus? Da stehen wir kurz davor, oder was? Okay. Machen wir einen Tacken schneller hier noch. Okay, Soldaten kann man nie genug haben. Da konnte ich jetzt nichts für, ne? Horonen sind keine Rivalen mehr für uns, okay. Oh. Ja, das machen wir mal, ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Keine möglichen Rivalen auch gleichzeitig. Interessant. Gut, dann. Wenn das anbieten geht, noch nicht. Beziehungen verbessern war, glaube ich, auch schon durch. Aber wir können es ja nochmal testen. Ja. Mal gucken, dass man mit denen noch was anderes macht, ne? Einflussaktionen gehen nicht. Wirtschaftsaktionen gehen auch nicht. Einfluss geht nix. Dynastieaktion, Staatsehe. Dann müssten wir gerade den da wegholen. Einflussaktion, ne, das war es nicht. Ich habe den frei. Okay. Eine Weltumsegelung, okay. Schick. Aha, das geht also nicht. Sie würden es gerne machen, aber wir haben die falsche Religion. Super. Okay, das war ja wenigstens etwas, dass wir die Franzosen besänftigt haben. Beweist die Legitimität. Ja, verbessert unser Prestige. Ja, das ist ganz schön schwer, das Prestige zu verbessern. Legitimität von mindestens 100, das ist unerreichbar im Moment. Hier 16 minus. Was haben wir hier? 50, mehr Prestige als 50, das ist auch unmöglich. Das können wir erstmal sein lassen, obwohl auswählen kann man es ja, ne? Ich glaube, dann ist das mit Prestige besser.
Ja, und schon sind wir wieder am Ende der Folge, würde ich sagen. Die dauerte unwahrscheinlich lange, ist nicht viel passiert. Aber was will man machen? Manchmal muss man in Strategiespielen halt vorsichtig vorgehen und das war jetzt gerade so. Jetzt ist zu überlegen, ob wir noch eine Armee kaufen oder nicht, entlassen oder nicht. Wir haben aber eine Bilanz von plus 1, das hört sich ja mal gar nicht so schlecht im Moment an. Der Krieg gegen die, wie hießen sie, Miamisch war ja in dem Sinn eine ganz erfolgreich. Miamisch, okay. Da haben wir wenigstens Geld gekriegt und die bezahlen, glaube ich, auch noch Kriegsreparationen, ne? Okay, da müssen wir gucken, wie es weitergeht. Gut, dann erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.